Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Es geht direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie ich euch ja schon gerade in der ersten Folge gesagt habe, ich nehme 2, 3 jetzt am Stück auf. Und in dem Fall bedanke ich mich trotzdem schon mal im Voraus für Likes und Kommentare. Also ich mache halt immer eine Aufnahmesession, wahrscheinlich mit 2, 3 Folgen hintereinander, damit ich auch ein bisschen im Spiel bleibt. Oh, wir haben Eisenhammer, Eisenschwert und dein Schild. Klasse. Wir brauchen nochmal Eisenbarren. 1, 2, 3. Wir brauchen Eisen. Ja, und deswegen vielen Dank schon mal im Voraus. Ich gehe im Nachhinein auf die Kommentare auch in den Folgen dann ein. Gott. Ausruhen. Oh, they'll make a tasty treat. Das ist doch Gollum. Kann da jeder erzählen, was er will. Oh, wir können... Wir machen den Schlüssel noch kurz. Okay, jetzt sind die nicht da. Das freut mich. Kann ich da nicht einfach irgendwie eine Wand lang bauen? Das muss ich gleich mal noch rausfinden. Also ich muss auf jeden Fall sagen, mir macht das Spiel bis jetzt richtig Spaß. Auch die Singerei finde ich einfach cool. For if I stay my one true love, for if I stay, said she, each hour I spend in your arms, more faded will I be. Ah, okay, hier ist rum, da geht's nicht weiter. Okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Eisen. Und wir haben nochmal 2 Zitrinen gefunden. Ah, ich muss jetzt echt bald rausfinden, was da hinten Phase ist. Das machen wir eigentlich gleich, würde ich sagen. Also, dann, hat die da... Genau, das fehlt nicht. Das, weil ich würde auch ganz gern eigentlich das... Ja, das Schild haben. So, und wir machen jetzt Oris Ruhe auf. So. Läuft der noch? Ich habe ihn nicht hergestellt. Seid ihr bereit? Okay, 3 Barren. 10 Münzen. Lembas Brot und Kohle. Cool. Hat sich gelohnt. Wir haben den Schlüssel ja wieder zurückgekriegt in dem Fall. Voll gut. Das heißt, ich könnte hier eigentlich Kohle ein... Ach nee. Genau, jetzt können wir nicht das herstellen. Und da fehlen noch 2. Genau, die kommen ja dann gleich. Gut. Ah, begib dich auf Durins Hochstraße nach Ost. Haben wir jetzt so viel freigeschalten? Das ist ja cool. Sieh dich im Westtor um. Begib dich zum Bereich auf der Karte, der auf der Karte markiert ist, und suche nach dem Bruchstück von Durins Axt. Begib dich auf Durins Hochstraße nach Osten, folge deiner Karte bis du den Eingang zur Hochstraße erreichst. Es war mein größter Wunsch, Moria von innen zu sehen. Nun will ich bloß noch hinausgelangen.
Das Schattenbach-Tor befindet sich mittlerweile östlich von hier. Es ist Zeit, dass ich Durins Hochstraße suche. Sie führt auf unmittelbarem Wege dorthin. Balgürbi. Aber was ist mit den anderen aus dem Lager? Vermutlich sind wir schlau. Okay. Ah, hier ist die. Ah, ja. Ah, das kann ich mir jetzt alles anzeigen lassen. Okay. Türe von Durin. Boris Außenposten. Lager Westtor. Okay, cool. Dann das noch. Dann will ich nicht mal sagen. Rüsten wir uns mal ein bisschen aus. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass man tatsächlich sich aussuchen kann, ja, ne? Ich wollte gerade was sagen. Dann wieder ihr. Zu spät geblockt. Okay, also. Das haben wir. Die Eisenader ist ja erschöpft. Mich interessiert's immer noch. Oh, ich brauche wieder eine Fackel. Ah ja, okay. Wir machen am besten mal noch den... Ich würde den Hammer noch machen. Dazu brauchen wir zwei Barren. Ich sehe es irgendwie kommen, wir brauchen das nämlich. Mist. Sie komplett erschöpft, die Ader. Muss mal kurz da hoch. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr bis jetzt. Habt ihr es schon? Oder guckt ihr noch? Wie gesagt, falls ihr es euch gönnen wollt, gerne, wenn ihr es euch auf Epic kauft, den Creator-Code WikingerBlut nutzen, dann könnt ihr den Kanal noch kostenlos unterstützen. Okay, das ist jetzt blöd. Suchgebiet. Wir gehen jetzt erstmal zur Türe von Durin. Ah, da waren wir doch vorher schon. Da muss ich, glaube ich, auch gar... Ja, ja, genau. Das ist die verfluchte. Ja, das ist ja die Eingangstür. Okay, das zeigt mir jetzt tatsächlich zu viel auf der Karte an. Die Eisenader kann weg. Das Lager. Suchgebiet. Jo, okay. Es ist später Nachmittag. Ich würde jetzt halt mal da noch kurz gucken.
Wäre halt cool, wenn hier tatsächlich auch irgendwie nochmal eine Eisenader wäre. Ah, cool. Nee. Ah, wirklich sehr schön, auch mit dem ganzen Licht und alles. Aber in dem Fall sollten wir uns, glaube ich, ausruhen. Da führt echt kein Weg dran vorbei. Okay. C war das. Ah, doch, ich kann ihn herstellen. Perfekt. Ach, zum Glück. Okay. Wir haben jetzt Nacht. Ich habe jetzt gerade echt nicht so, also, nee, also Lust auf irgendwelche Dings habe ich jetzt nicht. War das da unten jetzt die Essensanzeige unten links? Das war die Essensanzeige. Aha. Ja, dann. Ach so. Ja, okay, dann. Da kommen die Ratten. Nee, ist doch gerade gegangen. Nee, da ist einer. Ah, hier ist auch eine Schmiede. Oh, cool. Oh, klasse, eine Ader. Ah, Kohle, okay. Ganz schön lang was abbauen von hier. Bernstein. Das ist auch ein Brautank, also kannst hier ganz schön. Immer dieses Ungewisse. Du weißt ja nie, was auf der anderen Seite vor dir steht. Es könnte ja auf einmal auch der Balrog vor dir stehen. Und was machen wir dann? Dann rennen wir, oder? Und jetzt Eisenerz. Hier, die müssen wir. Gott, bin ich erschrocken, Alter. Okay, die musste erst freikloppen. Okay. Gut zu wissen. Tiefste Dunkelheit läuft. Also ich muss sagen, es gibt auch so ein. Also es
Gruselfaktor kannst du jetzt irgendwie nicht so direkt sagen, aber doch schon so eine leichte Anspannung, weil du halt einfach null Plan hast, wo es jetzt hier in der Dunkelheit weitergeht. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ja, da geht's nicht schon los. Also man kann auch schwere Angriffe machen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Geh weiter. Geh jemand anders auf den Keks. Also ihr seht ja, also ohne Fackel ist schon dunkel. Wie wir alle von mir in Medieval Dynasty gelernt haben, die Dunkelheit ist echt dunkel. So, halt den noch weg, das weg. Larven. Es ist zu wenig Zeit vergangen. Okay. Cool. Das könnten wir mal machen. Achso, den Stein habe ich schon drin. Da haben wir nichts Neues. Könnten ja vielleicht so lange was bauen. Steinboden. Steinwand. Ah, okay. Ah, wartet mal. Kann ich das einkloppen? Weil dann machen wir hier eine Tür rein. Ah, okay. Der Morgen dämmert, na Gott sei Dank. Okay, weil dann könnten wir ja sagen, das da und dann. Also wir brauchen davor einen Türrahmen. Nee, brauchen wir nicht. Cool. Steinbarriere. Ah, okay. Ach so. Ah. Wie kann ich denn wieder was entfernen? Ich glaube gar nicht. Ja, ne? Also für so ein bisschen Licht zumindest mal irgendwie sorgen. Gut, okay. Ach, X abbeißen. Ach, jemine, da steht's ja sogar noch. Kann man nicht abbeißen. Einfache Tür geht. Da. Ich glaube, ich habe irgendwas anderes abgerissen, aber nicht das, was ich wollte. Okay, weil dann können wir jetzt ja nämlich hier noch kurz eine Wand voll reinzimmern. Dann ist hier wieder zu. Dann ist das wieder schick. Und dann würde ich nämlich sagen, jetzt gehen wir ins Suchgebiet. Weil wenn jetzt morgen ist,
Können wir da ja ganz gemütlich hin. Ich weiß nicht, was ich abgerissen habe. Geh weiter, Junge. Es ist Morgendämmerung. Sag mal, also... Ah, okay, der macht mir sonst nichts. Das zeigt es mir halt nicht auf der Karte an. Okay, wir gehen mal da lang. Du könntest halt echt denken, dass der Balrog hier irgendwo ist. Ah ja, Mahlzeit, ne? Ah, das stimmt sogar. Kann ich dich wieder aufbauen? Ja, wirklich. Ja, cool. Ich frag mich, ob das irgendwie... Ah, ja. Okay, cool. Ich wollte gerade fragen, ob das irgendwas vielleicht... Also... Reichweite, wollte ich gerade sagen, generiert. Okay, jetzt muss ich hier durchs Eisenerz durch. Es ist ja cool, dass du dich tatsächlich auch richtig vorarbeiten musst. Einfach nur, also wirklich durch den Berg, durch den Berg hacken musst, einfach nur damit du vorwärts kommst. Also das, finde ich, hat echt was. Ach, hier waren wir vorher schon. Oder? Nee. Das wäre eine entweihte Zwergenstatue. Wir müssen da dahinter. Kann ich woanders durch? Ah. Natürlich sind wir jetzt schlapp, weil wir jetzt waren wir ja so lange wieder unterwegs. Okay, in dem Fall würde ich sagen, gehen wir wohl da durch. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie nach links. Schön. Oh, wow. Okay, das ist... Okay, das ist also ein Haus. Das könnten wir auch nehmen. Erstmal hier restaurieren. Frag mich, ob das Klaftertiefe 222. Ach, echt jetzt? Ja, cool. Also das wäre natürlich schon eine richtig coole Base, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir hierhin umziehen sollen. Oh Gott. Das war knapp. Komme ich da durch? Da brauchen wir wahrscheinlich einfach was. Jetzt. Erstmal wieder eine Fackel. Hier kann man auf jeden Fall was abbauen. Aber wie komme ich da hin? Suchgebiet. Weil was ja nicht geht, wir können ja nicht einfach sagen, okay. Hier durch. Also zumindest mal nicht mit der Hacke. Oh, das war schlecht. Oh, Gott sei Dank. Also, wenn wir jetzt hier vielleicht hochgehen. Hier kann man auch Sachen einpflanzen. Es gibt Pflanzkisten, das ist voll cool. Ah, da auch. Hä? Wollte gerade sagen. Okay, hier haben wir Kohle. Und das war's dann. Ha. Okay. Also irgendwo ist ja auch der Entertainment-Faktor dahinter. Also ihr könnt ja mal, das wäre sehr nett, wenn... Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wenn ich so lange am Suchen bin. Soll ich das einfach alles drin haben? Wollt ihr wirklich die ungeschnittene Wahrheit sehen? Oder soll ich sowas skippen? Das wäre wichtig, wenn ihr mir das sagen würdet. Weiß ich ja nicht, wie ich in Zukunft weitermachen kann. Okay, dann gehen wir es halt mal noch dadurch. So langsam weiß ich halt auch nicht mehr weiter. Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Ja, Mahlzeit. Tschüss. Leg dich mit jemand anders in deiner Altersgruppe. Ach ja, jetzt sind wir ja wieder hier. Also irgendwie... Das war hell. Weiß ja nicht, aber... Irgendwie sollten wir ja da halt auch hinkommen. Oh. Mal noch kurz restaurieren. Handschuh der Eisenberge. Das finde ich cool, wenn du so Zwergenstatuen reparierst, dass du da neue Sachen kriegst. Also. Theoretisch.
Wir müssten hier irgendwie nach links. Jo, finde das Bruchstück der Axt. Wir sind da jetzt so oft dran vorbei. Also ich bin da jetzt so oft dran vorbeigelatscht. Ihr ja natürlich nicht. Nur indirekt. Ah, mehr kann ich nicht. Ah ja, okay. Schmiede. So, eine Statue. Die bauen wir auch gleich auf. Nimm die Eisenstreitaxt. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, die wird hier im Haus sein. Muss nur noch reinkommen. Okay, und hier geht's nachher zur Hochstraße. Mal ein bisschen Licht. Sehr viele Schmieden. Na ja, gut, was erwartet man in Moria? Ah ja, okay. Geht das? Ich muss sagen, dieses Mitdenken und dass du halt auch überall hoch kannst. Und da ist es. Wir haben Durins Axt. Also zumindest mal einen Teil davon. Ja, nu? Okay, hier ist nochmal ein Holzlager. Ich denke mal, also hört man jetzt ja eigentlich zur Hochstraße, oder? Ja, du kommst hier nicht raus. Also wieder denselben Weg wie zurück. Zapp fahren. Okay, das ist cool. Habe ich noch irgendwas zum Essen? Einmal tauschen. So, dann ab zur Hochstraße. Ah, und hier ist auch... Ah, ja, okay. Da ist ja der Kleine. Oh, these shadow vents are almost as bad as those cursed runes. Evil curses. Evil. Highway blocked. Must find another way east. Maybe we can get into the old mines. Find a way back onto Durin's highway from there. Ah! Mines are close. Dig through. Find where to dig through. All right. I'll find the right spot to dig a shortcut to the mines. Let's catch up in there, friend. Ah! In the mines. Ah! Bereite dich auf eine lange Finsternis vor. Finde eine Abkürzung zu den Minen. This shadow, just like the cast door, but it's blowing ja, okay. Up from below.
Okay. Cool. Das war's. Zauberzeichen. Schatten in Moria. Diese Runen sind die Zeichen des Zauberers Tarkyn. Hier steht geschrieben, böse Schatten suchen diesen Ort heim. Ein Zauberer sucht nach Trein. Gandalf. Ah ja, cool. Okay. Ja, aber dann würde ich tatsächlich sagen, war es das auch für die Folge natürlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin sehr kritikfähig, natürlich. Ich wollte gerade eigentlich sagen, ich freue mich natürlich über euer Feedback. Und wenn ihr natürlich dem Video auch noch einen Daumen nach oben da lassen würdet und natürlich den Kanal abonnieren würde, würde mich das freuen. Mein Ziel wären dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten und in diesem Sinne euer Wiki sagt ciao und Dankeschön.